Hallo und willkommen zu Super Mario 64, der nächsten Aufnahme. Wir hüpfen nochmal kurz in die böse Nebelgrotte. Grüne Giftgrotte. Und eine letzte Aufgabe haben wir hiermit zu erfüllen. Und das ist die 100 roten Münzen zu sammeln. So, dazu sind jetzt jede Münze wichtig. Gut, die Spinne gibt nur einmal. So, nicht runterfallen. So. Rechts ist das Nebellabyrinth. Dort gibt es nämlich viele blaue Münzen, die uns sicher helfen werden. So. 14 Münzen haben wir schon. Auf ins Nebellabyrinth. So, wir fallen gleich runter. Und uns wird Energie abgezogen. So, jede Münze ist kostbar. Ja, ich glaube, der ist irgendwie unbesiegbar, der komische Kasper. Ja, wir machen jetzt weiter, indem wir uns hier eine Mütze holen. Na komm. Here we go! So. Und dann hoffe ich, dass ich die Münzen finde. So, 56 Stück sind schon mal. Na, im Nebel verliert man sehr schnell sehr viel Energie. Ich glaube, das ist der Notausgang. Oder durchsuche. Ja, ist schon gut. Ich will nur noch die Fledermaus. So, 65 Münzen, die anderen kriegen wir irgendwie zusammen. Das führt zum Stern, okay. Ganz kurz vorher eine Stampfattacke und dann null Schaden. Ist das nicht praktisch? Und ist auch nicht ungemein praktisch, sich nicht in dieser Platte zerquetschen zu lassen? Ich finde schon. Na komm. So, es wird Zeit, die volle Mario Power einzusetzen. Okay, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich sammle immer bei der Gelegenheit einfach neue Mütze auf. Die sind ja eh unendlich. Aber. Ja, komm. 72, jawohl. 73. Ja, als nächstes müssen wir den normalen Hauptausgang finden. Könnte der da oben sein? Ja. Das sieht ganz gut aus. Zack. Da sind nochmal drei Münzen. 75, 76. Dann klettern wir hier nach oben.
8 rote Münzen. 8 mal 2 sind 16. Das hätten wir eigentlich fast kombinieren können, aber ich habe nicht dran gedacht. In die Richtung. So. Nein, so. Münze 2. Nein, in diese Richtung bitte. Na, wo ist denn das Äuglein fein? Okay, das hat dann nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Da oben schweben noch Münzen. Dann machen wir das auf die konventionellere Art. Das andere Auge müssten wir aber packen und uns dann nochmal 5 Münzen holen. Dann weiß ich auch, wo wir noch ein paar Münzen herkriegen. Also die 100 Stück sind in dem Level. Ich würde nicht sagen einfach, aber einfacher als in vielen anderen Levels. So. Geradeaus. Versuchen jetzt mal das Auge hier zu verwirren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich glaube, es ist zu weit an der Ecke. Naja. Okay. Es ist zu weit an der Ecke. Okay, dann bleibt uns wirklich nichts anderes übrig. Als langsam rechts zu fahren und geradeaus zu fahren und schauen, dass wir die Münzen halt kriegen, ne? Muss man aufpassen, darf nicht in den Stern reinfallen, weil sonst war die ganze Sammelaktion umsonst. Wohin führt denn eigentlich das hier? Achso. Knirsch, knirsch, knirsch. Bam, 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 bam. Die alte klassische Musik, jawohl. 86. Dann haben wir hier 88. Und Nummer 4 sind 92. Und die anderen kriegen wir auch noch irgendwie zu. Ja, die Fledermaus könnte ich gerade gebrauchen. Ich weiß nicht, noch einen Ort, wo es noch Münzen gibt. Ja, den Stand kennen wir schon. Ist doch langweilig. Es war eine schöne Rundfahrt. Jetzt hüpfe ich an diese Stange da und versuche mich hier raus zu begeben. Kommt man da oben eigentlich irgendwo hin? Nö. So, zwischendurch speichern, dass nicht alles umsonst war. So wie jetzt zum Beispiel. Deswegen habe ich gespeichert, weil es wäre jetzt ärgerlich. Ausnahmsweise gehen wir mal verkehrt rum durch das Level. Das mache ich sonst eigentlich nie. Ich bin nie so rum durch diese Welt.
Jetzt läuft alles wieder den normalen Gang. Gut. 1, 2, 3. 95. Und da ist der 100. Die 100. Münze und damit ein schöner Stern. Here we go.